Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Skyward Sword. Wir sind aktuell dabei, die Kös zu finden, wenn ich mich gerade nicht irre. Wo ist die Karte? Ja, genau. Hier, Masha, da war Zen Bully. Hier ist der Häuptling. Ich denke mal, einer wird hier noch in diesem Gebiet sein. Und der andere, weiß ich nicht. Wir werden mal schauen. Aber ich würde sagen, wir checken erstmal das Gebiet hier hinten ab. Wo wir da hin müssen, weiß ich leider auch nicht. Aber jetzt sagt, wir müssen es einfach mal abchecken. Dazu werde ich mir sogar die Markierung dahin machen. Und einfach mal schauen, wie wir dahin kommen. Was da oben ist, habe ich übrigens auch keine Ahnung. Also dieser Block, der kommt mir immer sehr komisch vor. So, was haben wir hier? Übrigens ist meine Rubintasche voll, also wir können trotzdem noch nach Secrets suchen. Aber es bringt aktuell nichts in meiner Rubintasche. Ah, wir sind sogar hier an dem Ort sozusagen, okay. Wir müssen ja jetzt nur schauen, dass wir irgendwie da rüberkommen. Dazu müssten wir allerdings auf diesen Baum, glaube ich, also zum Häuptling hoch. Okay. Ist egal, flieg mal drunter. Ist von mir aus sehr gut. Obwohl, ist da nicht gut. Wo sind wir denn? Ich bin verwirrt. Wir gehen mal hier weiter. So, da kommen wir definitiv nicht rein, glaube ich. Hier kommen wir, glaube ich, da kommen wir wieder zum Häuptling. Das ist okay. Ich glaube, von Häuptling aus kommen wir dann da weiter. Zack, genau. So, Häuptling ist hier. Dann sollten wir da hoffentlich weiterkommen. Bringt so gerade nichts, ein bisschen was abzuchecken, denn ich habe ja alle Rubine aktuell. Ah ja, okay. Ich sehe. So, komm schon. Hier ist jetzt das große Problem. Shit, ey. Dass diese Teile da oben hängen. Das ist das ganz Riesenproblem. Deswegen sind wir, glaube ich, vorhin nicht da rüber gekommen. Oder im letzten Part, nicht vorhin, sondern im letzten Part. Das könnte jetzt natürlich heiter werden. Weil ich eben keine Ahnung habe, wie ich da rüberkommen soll. Und da ist ein Rubin. Ja, den Rubin können wir aber erstmal lassen. Wir haben zu viel. Wir haben unsere komplette Rubintasche aktuell voll. Wir können keine weitere Rubine mitnehmen. Wir müssen jetzt wirklich schauen, wie wir da durchkommen. Ja. Okay. Es funktioniert einfach nicht. Ja, irgendwie funktioniert der Scheiß jetzt gerade nicht. Toll, da mache ich das gerade den Falschen. Wow, Alter. Ich muss meinen Arm so komplett verdrehen, ey. Ich kann hier aber auch was machen. Okay. Ah, okay. So konnte man die tatsächlich sogar runterhauen. Es ist nur das Problem, dass Link nicht so richtig mit will, machen will. Das sieht jetzt komisch aus in der Facecam, aber ich hab's. Holy shit.
Und ich denke, wir sind hier richtig auf jeden Fall. Holy shit. Wir haben auf jeden Fall etwas. Hallöchen! Und Fangstoß! Damit ist er down. Du hast mich die roten Kerle weggeputzt. Du bist etwa einer von den Guten. Diesmal könntest du Mucki gleich mal helfen. Mucki steckt hier nämlich fest. Kannst du Mucki helfen? Ja, wir helfen dir gleich. Vorher möchte ich allerdings hier alles überprüfen. Selbst wenn hier Rubine sind, wir nehmen sie trotzdem mit. Wird halt uns aber trotzdem nichts bringen aktuell. Weil wir einfach zu viele Rubine aktuell haben. Deswegen glaube ich zumindest, dass es uns aktuell nicht hilft. 5 Rubine nehmen wir uns zwar trotzdem mit. Ich zeige euch trotzdem, wo ihr Rubine sammeln könnt. Also so. Das mache ich natürlich. What, ein 20er? Okay, also diesen Baum müsst ihr definitiv abchecken. Und dann runter mit Liane und du haben wir auf brutalste Art und Weise runtergehauen. Autsch, autsch. Aber trotzdem danke. Was, unser Häuptling hat sich Mucki gesorgt? Irgendwer rührt das Mucki an. Mucki ist das natürlich mein Name. Wir nennen uns alle bei unseren Namen. Das ist viel persönlicher. Sag mal, der Häuptling, dass es Mucki gut geht. Ich bin noch etwas schwach auf den Beinen, aber es wird schon wieder. Glaube ich dir, dass du schwach auf dem Bein bist? Ich bin gerade schwach dazu, was hier eigentlich noch passiert. So, und jetzt müssen wir hier irgendwie schwingen. Und drüber. Sehr schön. Dann fehlt uns, sofern ich weiß, noch einer in dem Gebiet. Wir haben jetzt da, sofern ich sehe, einen. Das heißt, hier ist einer. Da ist der Waldeingang. Frage ist, ist hier in dem Gebiet noch einer? Das kann natürlich gut sein, dass wir hier in diesem Gebiet jetzt noch einen haben, den wir bis jetzt noch gar nicht gefunden haben. Frage ist nur, wie wir da hochkommen. Schade, dass ich... Nee, schade. Ich hab das nicht. Ich hab nichts. Ich würde sagen, sonst hätte ich mit dem Bogen jetzt was abgeschossen, aber wir haben ja leider keinen Bogen. Ich frage jetzt wirklich, wo ist der letzte von denen? Oh, hier oben ist eine Statue. Okay. Von hier aus hast du einen freien Blick. Ich empfehle die Kühe von hier aus mit der Aurasuche zu erspüren. Okay, machen wir. Trotzdem speichern wir das Ganze erstmal. Speichern. So. Sehr schön. Und wir haben ja die, stimmt, wir haben ja die Aurasuche, deswegen. Der ist also irgendwo hier tatsächlich in der Mitte. Okay. Wir müssen halt versuchen, diese Mitte jetzt so gut wie es geht zu untersuchen. Wenn er da sein soll, haben wir jetzt gute Karten, ihn zu finden. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Hier ist nichts. Hier sind wir auch schon mal rein, glaube ich. Ja, dann müssen wir jetzt erstmal
einen gefährlichen Akt hier verführen. Gucken, dass wir irgendwie höher auf die Bäume können. Drüben ist auch so ein Block. Schwierig zu sagen. Hier? Der muss da sein, irgendwo in der Richtung. Okay. Sind wir doch da unten? Der ist da unten! Stopp, der ist doch da unten. Dann springen wir rein. Link, du sollst da reinspringen. Der ist hier unten. Okay. Ein 5er Rubin. Aber wir haben dich gefunden, Freund. Oi, du darfst doch nicht essen. Gebuß nehme ich völlig geschmacklos, Ui, renn lieber weg. Was? Unser Häuptling hat sich Sorgen gemacht? Es geht ihm also gut. Mein Name ist Kombu. Schön, oder? Sag mal, kannst du den Häuptling ausrichten, dass Kombu gut geht? Die Gefahr scheint hier nicht mehr vorbei. Scheint noch nicht vorbei zu sein. Kap geht leider mal wieder auf Tauchstation. Die Aurasuche erfasst kein normales Ziel mehr in dieser Gegend. Ich empfehle zum Häuptling zurückzukehren und mit ihm zu sprechen. Was? Ja, Kumbu, doch keine Angst ein, die grüne Vogelscheuche. Du grüne Vogelscheuche. Sorry, ich musste mich auslassen. Ach, kein Problem, ich bin's gewohnt, beleidigt zu werden. So. Jetzt ist die Frage, wo sind wir da? Wir sind am Waldeingang. Das bedeutet, wir haben alle Kühe gefunden. Wir können jetzt zum Häuptling zurückkehren. Nur war das die falsche Richtung. Scheiße! So. Zum Glück haben wir Abkürzungen erschaffen. Damit wir hochkommen und schnell zum Häuptling wieder zurückkehren können. Und das ist ja schon mal ein großer Vorteil. Selbst wenn da jetzt wieder Gegner gespawnt sind, das interessiert uns, ich glaube, echt am wenigsten. Wir wollen nur wieder zurück zum Häuptling. Kann man eigentlich hier irgendwie rein? Ich habe meine Tasche noch nicht. Läuft? Oh, nice. Hat gerade so funktioniert. Die Tür ist versiegelt und lässt sich nicht öffnen. Schade. Hätte mir gewünscht, dass die Tür sich öffnen lässt. So, ich habe auch. Du bist auch tot. So, wir haben alle, Kumpel. So, so, es geht also allen gut, dann hört, das hört man gerne. Vielen Dank, du unmütlicher Aufstürmer. Dann verrate ich dir als Dank, falls deine Freundin gegangen ist. Dieses Mädchen namens Zelda hat gesagt, dass sie in den Tempel am Ende des Waldes geben müsse. Ich habe ja versucht, sie davon abzuhalten, aber sie ist mit meinem Rücken geklettert und ab in den Tempel. Okay. Ja, den Tempel kennen wir schon, da waren wir schon. Wenn du da hinten weitergehst, wirst du auf den Tempel stoßen. Allerdings wimmelt es dort von Ungeheuern. Nun denn, du hast meine Gefährten aufgespürt. Dafür gebührt dir Dank. Einen Moment, Entschuldigung. Wie danke? Och, zum Glück ist Link noch weggegangen. Oh, eine Schleuder. Du hast die Schleuder erhalten. Verschließe ihr Deko-Kerne und die
Gegner zu betäuben. Sehr geil. Jetzt haben wir eben auch einen Schleuder. Damit sollst du in der Lage sein, in den Tempel zu gelangen. Warum versuchst du es nicht gleich mal, die Ringrange dort anzuvisieren, was? Nicht so eilig, ich erkläre dir, wie das geht. Drücke zuerst ZR, um die Schleuder zu zücken. Drücke und halte dann ZR, um die Schleuder zu spannen und lasse ZR los, um abzufeuern. Wenn du keine Munition mehr hast, kannst du diese Kerne an den Bäumen hier aufsammeln. Siehst du, dass es deine Freunde bald findest, du Kleiner. Ja, ich bin gespannt und ich weiß auch schon ganz genau, wo wir diesen ersten Versuch mit der Schleuder mal machen können. Denn ich habe da vorhin ein Ziel gesehen. Das es mir jetzt ermöglicht, anzuvisieren. Und Feuer frei. Ja, schade, okay. Feuer frei. Feuer frei. Digga. Okay, das Ziel will anscheinend nicht. Okay, ich dürfte ja nicht so viele. Sollte nicht so viel verschwenden, tatsächlich. Ich müsste mich eher darauf konzentrieren, diese Schleuder ein bisschen aufzuheben. Down! Er hat uns nicht kommen hören. Das ist gut. Wir merken uns also diese Position mal. Vielleicht kriegen wir hier zu einem späteren Zeitpunkt noch was. Einfach mal merken. Hoffentlich kriegen wir tatsächlich irgendwas zum späteren Zeitpunkt. Wir werden schauen. Man muss aber sehr hoch treffen. Muss man sagen. So. Ah, und da sind sogar hier diese Deku-Kerne. Du hältst 5 Deku-Kerne. Ja, sehr schön. Munition also wieder. Wir haben jetzt einen mehr als aktuell gehabt. Sehr schön. Dann kommen wir jetzt in den Tempel rein. Wer war das? Das war nicht Mia. Nee, Mifa. Ach, keine Ahnung. So. Oh, da hinten scheint der Tempel zu sein. Wir sind jetzt im... tief im Wald. Wow. Okay, und das Waldstück ist gar nicht mal so groß. Wie ich anfangs dachte. Zeig mal. Hey, das ist gar nicht mal so groß hier. Da ist irgendwas, da könnte was sein. Dann mache ich mal Markierung hin und da sonst was. Okay. Wir schauen einfach mal. Down. Oh! Du hast einen Schmuckschädel erhalten! Dieser Nabelschädel ist das Symbol des Bocklins. Dankeschön! Also haben wir jetzt einen Gegenstand erhalten. Okay, und da gibt es noch ein paar Deku-Kerne. Nehmen wir uns auch gerne mit. Aua! Ich bin ja schon weg! Aua! Für ein Problem, ey. Weißt du, da zücke ich doch ganz schnurstracks meine Schleuder. Und versuche euer Nest darunter zu hauen. So.
Da habt ihr nichts mehr zu sagen. Finde ich gut, dass ihr da nichts mehr zu sagen habt, die Bienen. So können wir jetzt hier in Ruhe gucken, was hier eigentlich abgeht. Und können hier alles begutachten. Je nachdem, wo wir gleich noch hin müssen. Auf jeden Fall gibt es hier wirklich sehr viele Rubine. Meine Tasche ist zwar voll, aber ich nehme sie trotzdem einfach mal mit. Vielleicht gibt es irgendwann noch ein Item, womit man die Rubine, womit man mehr Rubine sich mitnehmen kann praktisch. Das kann gut sein, aber aktuell liegt unsere Grenze bei 300 Rubinen. Das dürfen wir nie vergessen. So, jetzt holen wir uns hier noch ein paar Kerne ab. Danke, wir haben wieder volles Item. Lass mal schauen. Hey, sind ja auf jeden Fall aktuell kostenpflichtig. Da wollte ich sowieso mal hin, um zu gucken, was hier eigentlich los ist. Aha, guck jetzt mal an. Die Bienen sind auch weg. Ist ja nicht mal schlecht. Wo kommen wir da jetzt hin, wenn wir... Aha, wir kommen auf diesen Weg da, okay. So, also... Aktuell sieht das hier nicht mal schlecht aus. Okay, Hammer. Jetzt kommen wir hier hoch. Und ich glaube, uns eine Abkürzung erschaffen, ne? Ja, wir konnten gar nicht hier hoch, weil die Abkürzung nicht da war. Die erschaffen uns jetzt mal. Sehr schön. Nein! Ich wollte nicht runter. Egal. Zum Glück haben wir eben gerade die Abkürzung erschaffen. Das war jetzt ein blöde Aktion, aber ist egal. Hey, da ist noch so ein Gerudo, oder? Na komm her. Und down. Und du auch. Also doch nicht so viel zu sagen. So, was ist da hinten? Wie kommt man? Achso, so kommt man daran. Okay. Ja, passt auf jeden Fall, würde ich sagen. So, und dann... So, wir lassen uns hier mal wieder hinauf. So, wir balancieren jetzt einfach mal. Komm schon, runter mit dir. Sehr schön, das hat funktioniert. Genau das wollte ich eben gerade auch sehen. So, jetzt aber. Wieder das weg und dann haben wir es geschafft. Sehr schön. Okay, ich wollte eigentlich nur sehen, wie der Typ runterfällt. Ja, das hat irgendwie nicht funktioniert da. Das Balancieren. Aber wir haben es trotzdem irgendwie geschafft, sind durch. Autsch. Ich habe nicht gesehen, dass das die Teile waren. Aber egal, was haben wir denn hier eigentlich sonst noch? Am aktuellen. Ein paar nur Kerne und sogar ein Arsch. Den wir auch mal fertig gemacht haben, auf die Schnelle. Gibt es hier vielleicht sogar ein Herzteil?
Weil das Areal war ja schon etwas versteckter. Wir speichern auf jeden Fall. Ich speichere an jeder Statue, die ich sehe, ey. Das muss einfach sein. Ich glaube sogar wirklich, dass da irgendwas sein könnte. Ich sehe was. Eine Schatztruhe da oben. Oh mein Gott, da hat das doch was gebracht, also. Nein! Da bin ich tot. Wow. Da haben wir doch einen Tod kassiert. Und dann sind wir doch hier oben gelandet irgendwie. Hi. Wow. Du hast ein paar Leben mehr anscheinend. Ja, komm schon. Hab ich dich. Manchmal sind die Pflanzen sogar schwerer als gedacht. Muss man einfach mal so sagen. So, da ist noch jemand, aber wir wollen uns aktuell um die Truhe kümmern. Was haben wir denn da drinne? Ein roter Bean. Er hat 20 Rubine wert, das wissen wir. Hey, steh geblieben! Ich weiß genau, dass du mich gesehen hast. Was ist? Magst du mich etwa nicht? Entschuldigung. Ich weiß ja, dass du eine Freundin suchst. Ich wollte dich ja nicht aufhalten. Aber könntest du mir kurz helfen? Ja, okay. Ich wollte zwar erstmal meine Abkürzung erschaffen, aber mehr auch nicht. Sorry. Das hier. Es heißt, die Göttin der Steine für ihre Helden hier zurückgelassen haben. Ich nenne sie Artefakte der Göttin. Ein Name wie ein Stein gemeißelt, findest du nicht auch? Die alten Schriften zufolge, ihnen zufolge muss der Strahl des himmlischen Schwertes den Stein treffen, um den Herrn des Schwertes zu stärken. Du hast doch ein Schwert, dann hilf mir, das Rätsel dieses Artefakts zu lösen. Ich will nicht ein Held sein, oder? Ja, schon. Das wollte ich hören. Dieses Artefakt besteht aus einem Metall, das nicht so zu... noch nie gesehen habe. Es ist völlig unempfindlich gegen Schläge. Ich frage mich, wie in Schriften mit dem Strahl des himmlischen Schwertes meinen. Fällt dir dazu etwas ein? Tatsächlich ja. Zack. Das Artefakt ist gen Himmel gestiegen. Die Kraft des Schwertes scheint es bewirkt zu haben. Wohin es wohl verschwunden ist, das Rätsel ist noch gar rätselhafter geworden. Die alten Schriftwandzeuge ist das Artefakt der Göttin über das ganze Land verstreut. Du sollst sie alle auf diese Weise in den Himmel schicken. Sag mir Bescheid, wenn du etwas mehr darüber herausgefunden hast. Ja, das werde ich machen. Aber hoffentlich hältst du mich jetzt nicht von meinem Weg ab, den ich eigentlich machen wollte. Und zwar das Teil hier erstmal runterschieben, dass wir eine weitere Abkürzung haben. War ja schon irgendwie bewusst, dass ich mit diesen Teilen halt irgendwas anfangen muss, aber mir war noch nicht ganz bewusst, wie ich das machen soll. Jetzt wissen wir es auf jeden Fall. Und wir haben im Schrein neben Wald von Pironen noch einiges zu machen, das kann ich jetzt schon auch sagen. Also ich bin wirklich gespannt, wie das nach und nach noch ausgehen wird. So. Ach, da ging es nicht weiter. Ach so, okay. Das ist interessant, dass es da nicht weitergeht. Hier gibt es nur ein paar Deko-Kerne, das ist aber nicht gerade das größte Ding. So. Nächster Block weg. Sehr schön. So, jetzt ist ein Startturm. Und da könnten wir rein theoretisch rein. Okay, dann schauen wir uns mal hier um. Hier gibt es noch ein paar Deko-Kerne. Oh, lol. Dich habe ich auch nicht gesehen, mein Freund. Du hättest mich jetzt komplett erschreckt können und mich besiegen können, rein theoretisch. Aber auch nur im Theoretischen.
Hat aber zu spät reagiert, deswegen ist er auch gestorben. Tja, Pech gehabt. So. Ja. Und ich sehe sogar, dass unsere Zeit so langsam ist. Der von Himmel herabsteigt, schaut in den Himmel und durchschaut den Stern, der vor Schwingen ihm weisen. Okay, interessant. Also, ich bedanke mich auf jeden Fall jetzt fürs Zuschauen in diesem Part. Und hoffe, wir sehen uns hier im nächsten Part wieder, wenn wir wahrscheinlich in den ersten Tempel des Spiels gehen.